Horn, Zähne, Fleisch, Fell. Das gibt einen Schattenlaffer her. Horn, Zähne, Fleisch und Fell. So, jetzt haben wir auch Schattenläufer hergerichtet. Sumpfei haben wir. Moment. Dbachkar. Jetzt wird nur noch Ort an Tag. Also Trollhauer. Moment mal, da sind wir jetzt? Ernsthaft? Ach, egal. Wir haben, was wir brauchen, soweit. Ich muss nur überlegen, bevor ich zum Troll gehe. Wie viel Mana habe ich noch? Ah, 18, okay. Auf zum Dämonenbeschwörer. Zu Xalas. Denn der kann uns die Spruchrolle Monster schrumpfen, ja, verkaufen, die wir auch brauchen. Und ich wollte eigentlich mit der Cro-Magnon-Quest weitermachen. Ich suche Mark. Wollen wir mal das hier. 1000. Ja, stimmt eigentlich. Berserkerschwert. Huch! Die Rune mal weg. Wird doch gar nicht so einfach, wie ich mir dachte, dass ich mit den Waffen zahlen könnte. Vielleicht kann ich ja mit den Steinbrechern hier. Dämon beschwören 20 Mana. Komm, dann kriegst du das wenigstens noch etwas Erz. Oder warte mal. Ja, kriegst du das etwas Erz. So, das abschalten. Das weg. Dann zum Flager wieder. Denn wir müssen ja zum höchsten Punkt für Cro-Magnon gehen. Boah, gerade hätte ich gedacht, jetzt hätte ich das hier aufgehängt mal wieder und ich müsste in den Marvin-Mode gehen. Ja. Gott, ich merke immer mehr, wie ich müde werde. Schlimm. Soll jetzt mal eine richtige Aufnahmepause machen und mal langsam aufhören. Aber je mehr ich davon schaffe und so weiter, desto mehr habe ich schon mal soweit hier, na, wie heißt's? Aufgenommen und so weiter und vorbereitet und soweit das Projekt fertig. Vermute ich mal. So.
zum höchsten Punkt. Das bedeutet aber nicht das Kartell, sondern das ist eigentlich beim alten Lager in der Nähe. Mann, hey, diese scheiß Bäume. Und es ist auch nicht der Turm im alten Lager. Weil normalerweise gibt es hier außen irgendwie so eine Stelle, die man hochklettern kann hier im alten, beim alten Lager. So, jetzt aber erstmal. Will ich schauen, ich brauche eine Stärke von 74, also 75. Weil ich habe jetzt vor, das abzulegen. Oh. Das abzulegen. Magie zu Ehren! Jo. Kannst du. Ja. 70. 75. 80. Deine Kampf. Komm bald wieder. Und es reicht. Mach's gut. So. Und dann kann ich die Amulette soweit verkaufen. 15 Lernpunkte haben wir noch. Ich bin am Überlegen, ob ich die für Geschick ausgeben soll. Ich muss jetzt überlegen. Wo war das laut Chromanin? Da geht es nur in den Wald rein. Ich muss mal kurz die Karte aufrufen. Weil laut Chromani muss das gerade da, wo ich stehe, hier, da muss das nämlich sein. Nee, okay, gelogen. Ich weiß, wo es ist. Scheiße. Das ist das alte Kastell da oben. Und zwar sind wir da vorhin schon hochgeklettert, mehr oder weniger. Und das Problem war, wir kamen noch nicht richtig nach oben. Und ich glaube, wir kommen jetzt da nach oben ran. Und was wir dann finden werden, das seht ihr dann selbst. So, aber erstmal muss ich da hinkommen. Also ist doch das alte Kastell der höchste Punkt im gesamten Minental. Boah, ich könnte kotzen. Nee, das alte Kastell kann es nicht sein. Oh, doch, natürlich. Aber ich dachte gerade schon, hey, das kann doch nicht sein. Das kann nie und nimmer sein. Weil normalerweise wusste ich, dass man eine, nachdem man das Buch gefunden hatte, Chromanin, und der Fremde wurde freigeschaltet, dass man da nämlich ein Gebäude hochklettern muss, ein Turm, und zwar so ein Steinturm, und der behält nämlich etwas weiter, etwas nächstes parat, für die, damit der Fremde weitergeführt werden kann. Gibt es zum Glück kein Ork hier gerade. Ups. Boah, wie das klingt hier zwischen Sumpf und Ruine. So. Ist Urshak noch hier? Nein. So, und hier drin ist es. Erstmal müssen wir hoch. Ich dachte, Urshak sei noch da. Der uns vielleicht helfen könnte. Hoppala. Ah, nein, nein! Oh. Also der Turm hier ist echt schlimm. Thank you.
Weil normalerweise müssten wir hier hochkommen. Aber man merkt schon, der will nicht. Komme ich vielleicht hier hoch? Ja, das geht. Kann ich dann vielleicht darüber? Nein, natürlich nicht. Stattdessen krache ich wieder ganz nach unten. Hey, super. Erstmal was essen. So. Oh Mann, jetzt, ich muss gerade unweigerlich an die Aufnahmeprüfung als Lager denken. Was ich da froh war mit Lebensenergie, die ich da bekommen habe. Zum Beispiel, wir haben jetzt 53 Lebensenergie oder, wir haben jetzt 60 Lebensenergie und so weiter. Und jetzt, wie viel Lebensenergie wir haben. Schon echt. Mal ein weiter Unterschied. Ups. Ja, genau. Genau. Wo habe ich gespeichert? Habe ich schon erwähnt, dass ich langsam aber sicher keinen Bock mehr habe, weil mich die Sache tierisch anpisst. Wie komme ich auf den scheiß verfickten Turm hoch? Der will ja die Schräge nicht hochgehen. Der weigert sich ja da. Komm, ich beschleunige mal die Sache. Allerdings diesmal ohne Cheat. Bevor es heißt, der Cheater, der Cheater. So, Drang der Schnelligkeit und los geht's. So kommen wir schneller voran. Allerdings, wenn wir springen, bleiben wir, glaube ich, genauso langsam wie sonst auch immer. Okay. Na los, schneller. Geht doch schon ganz gut. Muss ich gerade noch mal gucken. Okay, 30. Magie zu Ehren. Jo. Kannst du mir... Ja. Stärke 5. 10. 15. Deine Komba... Gut, das müsste reichen. Mach's gut. Umdrehen. Und weiter. Und der Trank müsste auch gleich wieder nachlassen, weil der hebt nur 2 Minuten. Weil es gibt nämlich 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Einmal nur 1 Minute, einmal 2 Minuten und einmal 5 Minuten. Aber der 5 Minuten Trank, der ist verdammt teuer. Aber wie gesagt, der hebt dann auch 5 Minuten, glaube ich. Weil diese Wirkung hier, die müsste normalerweise gleich verfliegen. Ja. Bedeutet also, die 2 Minuten sind rum. Gut, Stärke wurde wieder erhöht. Dann werde ich beim Turm speichern. Und da will ich doch mal gucken, ob der Orschak wirklich nicht mehr da ist. Das würde mich echt interessieren. Wo zum Henker Orschak ist. Seine Hilfe kann ich schon ganz gut gebrauchen.
Aber naja. Speichern. Weil normalerweise können wir hier die Schräge hochlaufen. Erstmal hier hochklettern, dann können wir die Schräge normalerweise so ganz normal hochlaufen. Wow. Aber warum das nicht will, weiß ich nicht.